Hey, hallo und Servus zu einem neuen NBA-Video. Heute am Sonntag gibt es gleich drei Spiele oder nur drei Spiele. Die kommen aber alle zu deutscher guter Zeit und die wollen wir mal etwas genauer beleuchten. Dreimal empfängt der Osten den Westen. Das erste Spiel sind die New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies. Danach geht's weiter mit dem Topspiel Boston gegen Oklahoma und abgerundet wird der Sonntag von den Toronto Raptors gegen die Los Angeles Clippers. Toronto Raptors sind derzeit Zweiter im Osten, vor den Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, die Celtics, die heute auch dran spielen, Fünfter. Und bei denen kriselt es ja mehr oder weniger. Man weiß ja nicht wirklich, was man glauben soll bei den Medien. Die letzten 10 Spiele ist die Bilanz eigentlich sehr gut. 3 jetzt in Folge gewonnen, 8:2 Siege. Passt auch. Wäre da nicht diese Free Agent, Geschichten, Gerüchte, Kyrie Irving. Was man so liest, weiß ich nicht, ob der nächstes Jahr noch im Trikot der Celtics aufläuft. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu verfolgen. Wir starten gleich aber erstmal mit einem Team, das für einen Blockbuster-Trade zuständig gewesen ist. Und zwar sind es die New York Knicks. Die haben einfach mal Porzingis an die Dallas Mavericks abgegeben und leiten damit quasi den richtigen Rebuild ein. Also sie haben ja eh schon das jüngste Team in der NBA vom Altersdurchschnitt. Porzingis hat natürlich da auch dazu gehört, aber es geht eher darum, dass sie jetzt noch mehr Cap Space für die nächste Saison frei haben. Porzingis hat jetzt nicht super viel verdient, hätte aber wahrscheinlich einen größeren Vertrag unterschrieben. Aber sie haben auch vor allem Tim Hardaway Jr. losgeworden Richtung Dallas. Der hat 18 Millionen verdient. Und das bedeutet, New York hat Platz für zwei Max Free Agents. Also zwei Free Agents, die das Maximum an Gehalt abstauben können. Da reden wir von Spielern eines Kalibers von Kevin Durant, Kyrie Irving, wie gerade schon erwähnt, Anthony Davis ganz oben auf der Liste von vielen Teams. Aber auch ein Jimmy Butler. Und wen ich da jetzt vielleicht noch vergessen habe, Vucevic, der neue All-Star von Orlando, wird auch Free Agent, unrestricted. Es wird eine sehr, sehr spannende Off-Season. Und was auch spannend ist, ist der Kurs der Memphis Grizzlies, denn die haben mit Gasol und Conley ein relativ altes Franchise-Duo. Und ja, was mit denen passiert, das will man oder weiß man auch noch nicht so richtig. Die Utah Jazz haben wohl großes Interesse an Mike Conley, der jetzt gut von seiner Verletzung wiedergekommen ist. Gasol spielt routiniert seinen Stiefel runter. Aber die Erfolgszeiten der Grizzlies scheint mit diesen beiden vorbei. Bin gespannt, ob da auch noch was passiert. Hier steht's auch auf ESPN, bin ich hier auf der Seite. Es könnten die letzten Wochen von diesem Duo sein. Und das ist hier ein sehr, sehr schwieriges Spiel zu tippen. Die Knicks, wie gesagt, haben jetzt Porzingis, Hardaway und ich glaube Trey Burke haben sie noch dazu geworfen Richtung Dallas verschifft. Dafür Dennis Smith Jr., Wesley Matthews und DeAndre Jordan bekommen. Smith Jr., den hätten die damals auch draften können, haben sich aber für Frank Ntilikina, Mist, wie er halt auch immer heißt, entschieden. Und jetzt haben sie ihn halt über einen Trade geholt. Könnte sein, dass alle drei heute auflaufen. Es wird aber auch spekuliert, ob vielleicht Matthews gerade vielleicht einfach rausgekauft wird aus dem Vertrag, dass er noch bei einem Contender unterschreiben kann. Das gleiche könnte bei Jordan passieren. Mal sehen, was da passiert. Ja, wir haben hier ein Team, was 12-mal in Folge verloren hat. Ich glaube, die würden sogar gewinnen wollen, können es aber nicht. Und die Memphis Grizzlies, ich glaube, die könnten besser sein als die Bilanz aus den letzten 10 Spielen, 1 von 9, 3 Niederlagen in Folge. Aber ob sie so richtig wollen, ist die Frage. Die Grizzlies haben in diesem Matchup einen leichten Vorteil. Die offiziellen Line, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier irgendwo auch habe. Tada, bin hier gerade auf der Seite von Bet365. Die Grizzlies sind Favorit mit einem offiziellen Line von 2,5. Ich würde aber tatsächlich vermuten, dass heute die Knicks gewinnen. Zwei, drei Gründe. Vielleicht, man weiß es nämlich noch nicht, werden diese Jungs spielen, vor allem Smith und auch Jordan könnte einen erheblichen Impact auf die Line der Knicks bringen. Und hier sieht man auch Day-to-Day Mike Conley und Jaren Jackson, der gute Rookie der Grizzlies und auch Kyle Anderson ist Day-to-Day. Also
Sollten die ausfallen und die unteren drei hier spielen, dann wird sich die Quote ganz, ganz schnell drehen. Ansonsten glaube ich einfach nicht, dass die Knicks, die haben einen Coach mit David Fizdale, der auch gewinnen möchte. Die wollen nicht 13 Mal in Folge verlieren und Memphis, ich weiß nicht, würde hier die Knicks einfach bevorzugen. Und vor allem, das möchte ich auch mal sagen, die über 203-Punkte-Line ist relativ interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide so richtig an Defense interessiert sind. Wenn diese Partie unter 200 Punkten endet, dann vor allem deshalb, weil beide unfähig sind zu treffen. Lang geredet zu diesem Spiel. Also, meine Favoritentipps sind momentan hier entweder plus 2,5 Knicks oder reine Siegwette und das über 203. Wie gesagt, wenn man das jetzt abschließt, dann kriegt man vielleicht eine bessere Quote, falls die erwähnten Verschiebungen der Lineups noch passieren sollten oder man wartet einfach bis kurz vor Spielbeginn. Spannender hingegen ist es beim Spiel der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics. Bei den Celtics Unruhe drin. Einerseits die Kyrie Irving Show. Er spielt wirklich eine gute Saison mit 23 Punkten. 7 Assists, wirklich gute Trefferquoten hier, um die 50%. Das ist top für einen Point Guard. Kann man ihm nicht viel Vorwürfe machen, aber er scheint nicht so aufzugehen in seiner Leaderrolle. Und wenn man jetzt einfach mal diesen Blueprint der Celtics nimmt, die waren letztes Jahr erfolgreich ohne Irving, ohne Hayward. Jetzt kommen diese beiden Starspieler des Teams wieder zurück und man erwartet eigentlich, dass die einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Danach sieht es aber momentan nicht aus. Zwar spielen sie seit Dezember wirklich einen besseren Basketball, auch viel erfolgreicher, aber man hört zu viele negative Kommentare und jetzt auch, dass Kyrie Irving im Interview gesagt hat, ob er weiterhin Bock auf die Celtics hat, hat er geantwortet, fragt mich das am 1. Juli, denn ab 1. Juli ist die Free Agency eröffnet und die Unrestricted Free Agents, also die Spieler, die keinen Vertrag haben und auch nirgendwo dran gebunden sind. Es gibt ja Teams, die Optionen haben, etc., die Verträge nochmal um ein Jahr zu verlängern. Da können die Spieler sich dann aussuchen, wo sie unterschreiben, wenn sie natürlich Angebote bekommen. Und man munkelt, dass die Zeit vielleicht bei Kyrie Irving aus seiner Sicht abgelaufen sein könnte. Man bringt ihn vor allem mit den New York Knicks in Verbindung. Und da ist dann auch die Frage, ob die Celtics vielleicht sogar nochmal zur Trade Deadline aktiv sind. Danny Ainge, der Mastermind der Boston Celtics, der ist ja eigentlich auch für sehr, sehr gute Trades bekannt. Darum geht es bei dem Spiel nicht. Um dem Spiel geht es jetzt aber darum, ob Oklahoma eine Chance hat. Und die haben 7 Spiele in Folge gewonnen. Haben gerade an ihrem Dreier geschraubt, der hat am Anfang in den ersten Monaten gar nicht funktioniert. Mittlerweile funktioniert be der besser. Dafür sind sie in der Defensive etwas schwächer geworden. Und eins muss man ja wohl mal sagen, Paul George ist ja wohl einfach mal überragend. Also was der für Stats abliefert und Spieltag für Spieltag aufs Parkett zaubert, das macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. 27 Punkte derzeit, 4 Assists, 8 Rebounds. Diese All-Star-Nominierung ist mehr als verdient und er ist aus meiner Sicht auch der Star der Thunder. Und das sage ich, obwohl hier einfach mal ein Russell Westbrook, der Franchise-Spieler der Thunder, wieder ein Triple-Double im Schnitt auflegt. 10 Rebounds, 11 Rebounds, 11 Assists und dazu dann bestimmt auch noch so um die 20 Punkte. Da klicke ich jetzt nicht drauf. Die Celtics sind der Favorit. Minus 3 ist die offizielle Line. Sie haben gegen New York nicht geglänzt, muss man aber auch nicht. Die New York Knicks undersized und eh schon schwach genug. Auch der Sieg gegen die Charlotte Hornets möchte ich jetzt nicht überbewerten. Das kann man mal machen. Boston Celtics gewonnen, gegen die Warriors knapp verloren und gegen die Cavaliers gewonnen. Also, das sind 4 Spiele, die sie da gewinnen müssen, vor allem weil Brooklyn ein Heimspiel war. Und gegen die Warriors haben sie nicht gewonnen. Und die Thunder, 3 Siege in Folge gegen Ostteams, unter anderem gegen Milwaukee. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber das war ein überragendes Spiel. Und ich finde, überragend ist ein richtiges Stichwort für die Thunder. Dieses Team gefällt mir außerordentlich gut. George toll, Westbrook Intensität ohne Ende, Steve Adams, aber auch die Bankspieler wie Dennis Schröder
machen da ganz gut mit. Jetzt schauen wir mal, wie sie im Westen stehen. Da sind sie nämlich auch nach diesem wirklich wahnsinnig schwachen Start mittlerweile schon auf Platz 3. Und ich glaube auch, dass sie sich zwischen Platz 2 und 4 am Ende der Saison befinden werden. Vielleicht werden die Nuggets nochmal ein bisschen nachlassen. Oder wer soll von hinten kommen? Rockets, Jazz sind auch so zwei Teams, die auf Augenhöhe sind mit den Thunder. Also zwischen 2 und 4, denke ich, werden sie am Ende der Saison sein. Und was glaube ich bei diesem Spiel? Da finde ich es recht attraktiv, auf die Thunder zu gehen. Zumindest mit dem Handicap. Und ein unter 226 ist hier meine Vermutung. Ob ich es spielen werde oder was ich spielen werde, das wird sich dann noch zeigen. Bin ich mir selber jetzt noch nicht so sicher. Clippers gegen Raptors. Die Clippers haben gestern gewonnen. Rematch gegen die Detroit Pistons. Starkes viertes Viertel. Lou Williams, überragendes Spiel. Ich glaube 39 Punkte. Und jetzt dürfen sie gleich nach Kanada weiter von Detroit. Und die Raptors, da ist eigentlich jeder mit am Start. Jonas Valanciunas, der ist schon länger out of order. Und Gallinari ist jetzt auch keine Überraschung, dass der draußen ist. Der ist jetzt auch schon länger verletzt. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Das Hinspiel, das erste Spiel dieser Serie, haben die Raptors in LA mit über 24 Punkten oder 24 Punkten genau gewonnen. Sind jetzt auch Favorit. Die offizielle Line finde ich aber schon arg hoch. Minus 10, das sehe ich hier nicht. Ich kann mir hier keinen so richtigen Reim machen. Ich glaube, dass die Raptors, wenn man das vielleicht mit irgendeinem anderen Tipp kombinieren möchte, ein sicherer Tipp sind. Ich glaube schon, dass sie das gewinnen werden. Minus 4, minus 5 ist so das, was ich hier am ersten sehe. Also minus 10 ist mir zu hoch. Und es ist mir aber auch zu riskant, auf Clippers plus 10 zu setzen, denn die haben immerhin ein Back-to-Back-Spiel und wie gesagt, hatten den Blowout im ersten Spiel. Von den Lineups nichts Besonderes sonst noch hier bei New York. Wie gesagt, muss man schauen, was passiert. Ja, und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Aufzeichnung. Ich möchte euch nur noch ganz schnell die Statistiken in unserer NBA-Gruppe bisher zeigen. Kommt doch in unsere Facebook-Gruppe generell, dann verpasst ihr auch keine Tipps. Und ja, Januar war sehr erfolgreich, 30 Einheiten im Plus gewesen, 119 Wetten gespielt, 66 davon richtig und die durchschnittliche Quote war auch bei über 2. Also das ist sehr ungewöhnlich für mich eigentlich. Und die ersten 10 Wetten im Februar laufen bisher zwar mit mehr Glück als Verstand aus meiner Sicht, aber sie laufen wirklich gut. Plus 6 Einheiten oder plus 6,4 Einheiten jetzt nach den ersten 2, 3 Tagen. Vielleicht schaffe ich es nochmal, dass wir hier uns irgendwo zwischen 15 und 30 Plus Einheiten einreihen im Februar. Das wäre so das Ziel. Hey, das waren jetzt schon wieder knapp 15 Minuten zu 3 Spielen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Auf jeden Fall danke, wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.